So, und damit herzlich willkommen zurück zu Okami. Wir hatten versucht, in der letzten Folge in diesen Wald zu kommen. Ja, sind wir aber nicht. Schauen wir uns noch... Hat man den schon mal gehabt hier? Nee, ne, oder? Gab's den Händler schon mal? Brr, kalt. Ja, ich kaufe gerne ein paar einheimische Produkte. Ich verkaufe auch gerne. Wollen wir erstmal gucken, was wir zu verkaufen haben? War der denn vorher da? Ich weiß es gerade nicht. Und der gibt auch Asche. Dann kaufen wir noch eine Kleinigkeit. Goldstaub können wir kaufen. Na, cool. Haben wir jetzt aber gerade Neues. Aber wir haben ja auch Auferstehungsperlen. Das scheint mir eine Waffe zu sein. Komm, Augen zu und durch. Ist zwar schweineteuer, kaufe ich aber jetzt trotzdem. Goldstaub haben wir noch einen. Ansonsten gibt es nichts Besonderes hier. Wow. Wow, das war teuer. Ich gehe trotzdem an die Ausrüstung. Oh, okay. Tja, eigentlich war ich ziemlich... Fand ich das... ich mochte die Kombination an für sich. Aber, naja. Also die mit den zwei Schwertern. Aber ich wollte die neue Waffe natürlich auch mal sehen, wie die ausschaut. Das heißt, den Goldshop werde ich natürlich auch auf die neue Waffe einsetzen. Aber zieht euch doch mal rein. Von jeder Waffe scheint es 5 Teile zu geben. Und ey, wie viele Waffen kriegen wir denn noch? Das ist ja unglaublich. Mann, Mann, Mann. Aber in diesem Sinne... Komm. Hier. In diesem Sinne kaufen wir doch noch den Goldstaub ein. Schlangenmensch. Früher oder später werden wir den vermutlich noch benutzen und dann haben wir einen... Wollen wir mal kurz als Hauptwaffe ausrüsten? Mal gucken, wie das aussieht. Würde mich auch mal interessieren. Ja, tauschen wir mal. Und... Wow, zieht euch mal Ami rein. Steht ja gut, würde ich sagen. Cool. Abgefahren. Ach, lassen wir mal. Ich habe auch lange nicht mehr mit so einer Perlenkette gekämpft, so als Hauptwaffe. Und wenn jetzt hier neue Leute sind, komme ich dann hier auch eventuell in die Türen rein? Habe ich eben irgendwas verpasst? Na, egal. Jetzt kommen wir halt in diese Türen rein. Ist ja gut. Alles wunderbar. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen was, was wir uns angucken können. Und ich wollte auf jeden Fall dann doch nochmal in diese... eine Dingenskirchen da rein, ne? Da oben in dieses Tor, was der Häuptling uns aufgemacht hat. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Vielleicht gibt es ja noch eine Kleinigkeit wie hier zum Beispiel. Wieso habe ich das nicht gesehen beim letzten Mal? Wieso laufe ich an sowas vorbei? Ich weiß es nicht. Geätztes Glas können wir wahrscheinlich wieder verkaufen. Bin gespannt, wie viel wir dafür kriegen. Hier war auf jeden Fall noch eine Tür. War doch eine, oder? Hä? Moment. Nee, ist nicht. Ist nur ein Haus. Haha. Na gut, na gut, na gut. So, ist das hier irgendwas? Was steckt denn da drin? Steckt hier ein Schwert im Schnee? Ach. Ja, ich mach's Geschäft kaputt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nur eine Schaufel. Naja, gehen wir nochmal hoch. Jawohl, wir gehen hoch. Oder gehen wir nach rechts? Hier ist ja, war ja auch noch was. Hier war auch noch ein Haus. So, wir kommen hier rein. Wir kommen überall rein. Na cool, okay, 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 okay. Hallo, was bist du denn für einer? Seelöwenmaske. Brrr, es wird zack, zack, kälter. Wir werden auch alle zu Eiszapfen werden, wenn das noch lange so weitergeht. Was für ein schrecklicher Zeitpunkt, dass die kleine Lika jetzt auch noch verschwunden ist. Sie ist doch nicht wirklich in diesen Wald gegangen, oder? Wenn sie es getan hat, dann gibt es nichts, was wir tun können, um ihr zu helfen. Doch können wir. Wir können Okami Amaterasu auf sie losschicken. Die wird das schon machen. Kennst du? Kennst du? Kennst du? Ja. Gerade an ihr vorbeigelaufen. Skip ist für Tag. Ja, das ist schön. Ich mag es ja immer lieber am Tag. Erzähle ich, glaube ich, auch bestimmt jetzt zum 5000. Mal. Aber, ja. Ja, hier sind viele Häuser. Haben wir viel zu gucken hier. Ich will auch mal weiterkommen. Weiterkommen ist gut. Ich wollte heute noch irgendwie schauen. Ziel des heutigen Tages ist es, irgendwie in diesen Wald reinzukommen. Hallo Ottermaske. Ich habe im Schnee gespielt und habe versucht, einen großen Schneeball zu machen. Aber er wurde dann ein bisschen größer, als ich geplant hatte. Bla bla bla. Aber wir können ja liegen gehen. Ganz egal, wie kalt es ist. Warum versuchst du nicht? Das sieht man am... Oh nein, es ist ein Minispiel.
Also wir müssen jetzt hier einen Schneeball riesig machen. Okay, ich sehe schon. Aber diese Kugel lässt sich um einiges besser lenken als die Kugeln, naja, ihr wisst schon. In dem Agatha-Wald, wo ich ja eigentlich den Kugeln abgeschworen habe. Ey, müssen wir jetzt hier alle von diesen komischen Platten hier auf... Ey, ich will weiterkommen, ich will jetzt ja keine Minispiele machen. Wie viele liegen hier eigentlich rum? Die ganze Ebene ist voll davon, aber unser Schneeball wird auch größer. Wie ist das eigentlich? Behält er die Größe, wenn wir hier gleich rausgehen? Ich weiß nicht, ich will das Minispiel jetzt nicht machen. Da muss es noch andere Zeitpunkte geben, an denen wir sowas machen. Boah, ist ja alles voll. Weil die Musik ist lustig. Macht Spaß. Hier Wasser, ich dachte, das wäre Eis. Aber Hauptsache die Kugel wird nicht kleiner. Wurde die kleiner dadurch? Hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. So, hier ist nichts mehr. Hier sind nur noch Schneemänner. Und da hinten meine ich was zu sehen. So. Eine verstreute Perle. Wie viel wir davon mittlerweile wohl schon gefunden haben, aber es reicht halt noch bei weitem nicht für einen 100% Run. Ich glaube, einige Kugeln sind halt hier extrem schwer zu kriegen. Ihr hattet das ja gesehen, wie zum Beispiel bei dem, wie heißt denn der? Blockkopf beim letzten. Der war echt schwer. Der war echt schwer. Es hat eigentlich hat kaum noch Spaß gemacht, muss ich sagen. Schwer fand ich den jedenfalls. Weil man auch noch so präzise dann die Punkte halt setzen muss, selbst wenn man sich einigermaßen gemerkt hat, wo die ungefähr lagen. Boah, ich mach das jetzt nicht. Ich mach das wann anders. Zieht euch jetzt mal rein. Ich kann euch jetzt nicht die Kuh. Ich kann das jetzt nicht machen. Wahrscheinlich kriege ich als Belohnung eine weitere Perle oder sowas. Hier geht's nicht raus, hier geht's raus. So, machen wir wann anders. Vielleicht mache ich das auch offscreen. Das dauert einfach zu lange, das kann man nicht machen. Da kann ich eine ganze Folge mit verbringen. Wenn ich jetzt jeden einzelnen von diesen komischen Dingern da aufsammeln muss. So, da wissen wir, was sich hinter dieser Türe verbirgt. Hier sind weitere Schafe und hier ist noch ein Haus. Hier ist aber niemand drin. Ich könnte übrigens auch Dinge gebrauchen, die meinen Magen füllen. Was kann ich denn hier ansehen? Kann ich gerade irgendwas ansehen? Das ist jetzt Kais Webstuhl. Wenn ich drüber nachdenke, war sie immer sehr geschickt mit ihren Händen. Ach so, das ist Kais Hütte. Okay. Joa, dann gehen wir doch mal weiter hier. So, die Butze da unten haben wir schon gesehen. Mit dem haben wir auch schon gesprochen. Samical, bla bla bla. Ach so, ja. Er hat gesagt, das ist ja gut, okay. Frau am Ufer des Laochi-Sees, nördlich von hier lebt. Ich merke die, ja, Königs Ausland. Ja, dann sollten wir da tatsächlich mal hin. Ich denke mal, nördlich des Sees, das wird wohl dann, denke ich mal, da hinter den Toren sein, die aufgegangen sind. Wir sollten da unbedingt hin. Wow, ja, unser Magen ist gefüllt mit 41, keine Ahnung, Aprikosen. Ist zu wenig. Was ist das denn hier? Ich kann schon wieder Dinge anschauen. Kann ich hier hoch? Nee. Bücher, wenn ich drüber nachdenke, ist das ein einziger Schüler von Folklore und geschichtlichen Biografien. So. Naja, gut. Ist ja schön. Ja, gibt's immer was zu sehen in den einzelnen Hütten, aber zu tun nicht. Ah, macht ja nichts. So kommen wir schneller voran. Juhu, und... so, jetzt sind wir oben beim Häuptling angekommen, bei dem haben wir ja letztens schon geredet. Dann gibt es hier auch nicht weiter zu tun, als... Ja, gehen wir mal hier durch, ne? Ja, vielleicht finden wir dann diese Frau hier irgendwo. Vielleicht gibt die uns ja dann irgendwie die Permission, die Erlaubnis, da unten in den Wald reinzugehen. Wie war das? Wir müssen irgendwie im Dorf, in diesem Dorf hier anerkannt sein. Anerkannter Bürger oder irgendwas. Verstehe ich nicht, warum wir das nicht von vornherein sind. Ich meine, wir haben doch diesen Koropokel auf unserer Nase.
Ja, hier könnte ich abspeichern, wenn ich wollte, aber das will ich ja gar nicht. So, hier waren wir schon mal kurz drauf. Hier steckst du ein Schwert rein. Schaubahnrücken nur anzuschauen. Ja, und da hinten ist ein Schiff im See eingekracht. Sollen wir uns den See mal anschauen? Wo kommen wir da später noch hin? Gucken uns überhaupt die Gegend mal ein bisschen genauer. Da oben ist, da ist so eine Tür. Scheint so eine Tür zu sein. Ist da was? Komm, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Irgendwas muss doch passieren hier. Irgendwas muss doch passieren. Da oben sind Steinsäulen. Kommen wir da hin? Sieht ganz und gar nicht danach aus. Was seid ihr denn? Fresst ihr Fleisch? Ihr fresst Fleisch. Waschbären? Oder sowas? Oder so Mini-Pandas? Ich weiß es nicht, was das ist. Auf jeden Fall geben sie uns neuen Glück. Jo, hier können wir runter gucken. Auf das Schiff. Da hinten im Hintergrund, da sind noch so Plattformen. Da sieht aus, als könnten wir da drauf. Das sollten wir auch machen, wenn wir hier fertig sind, falls wir fertig werden sollten. Für den Fall, ich weiß nicht, ob wir da oben so eine große Tür. Nicht, dass wir darin verschwinden. Oh, wer stöhnt hier? Das hört sich nach Bären an. Du! Fisch warst du, ne? Also, frisst du, meine ich. Guck mal, wie die dancen. Ich finde nicht, dass die voll abdancen. Naja. So, was bist du denn für einer? Eine Eule. Komme ich hier hin? Ich kann nicht interagieren. Irgendwie nicht so. Yeah, gib mal Gas hier, Ami. Boah, der Weg ist weit. Wow. Vor allem hoffe ich, komme hier weiter, weil wenn wir noch zurück zum Wald laufen, dann haben wir echt noch ein Eckchen zu gehen. Was ist das denn hier? Können wir ansehen. Das Afun-Tor. Man muss es durchschreiten, um zum Wafku-Schrein zu den Wafku-Schrein zu erreichen. Aber sie halten das Tor fest verschlossen, um ungebetene Besucher fernzuhalten. So, wer bist du? Tuskle. Oder Tuskle. Ich weiß, wer du bist. Ja, dein göttliches Aussehen ist eindeutig. Du bist der legendäre weiße Wolf Shiranui, stimmt's? Wow, sie haben den Namen hier also auch gehört. Nun, ich schätze, Shiranuis Legende kam über die See nach Kamui. Ich nehme an, sie gefällt den Uina, da sie so spirituell sind. Oh, Isun. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Du bist also immer noch am Leben. Uina Schamanin Tuskle. Hey, ich bin noch nicht bereit, ins Gras zu beißen. Ich war doch nur auf einer kleinen Reise, das war alles. Nun, ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Wie du sehen kannst, erging es uns hier in Kamui nicht so gut. Seit die Dämonen wieder erwacht sind, haben viele Leute ihr Leben verloren. Ja, ich habe alles darüber gehört. Was ist los mit den alten Dämonen? Und wo um alles in der Welt ist Lika? Die Dämonen haben sich oben im Wafku-Schrein auf den Esofuji verschanzt. Sie sind für den schlimmsten Schneesturm verantwortlich, der Kamui heimsucht. Wir konnten ihn teilweise fernhalten, dank des Afun-Tors. Aber wenn der Tag kommt, wird Kamui ganz sicher total einfrieren. Aber das ist es nicht, was mir am meisten Sorge bereitet. Was mich wirklich sorgt, ist, wie diese Dämonen wiederbelebt wurden. Kemo hatte es auch bemerkt. Kurz bevor die Dämonen wieder erschienen, traf hier eine finstere Kraft aus dem südlichen Landen ein. Wir beide fühlten eine böse Energie, die nach Kamui strömte. Da erwachten wir zur Antwort auf diese Ankunft die Dämonen. Südliches Land? Ach, sie meint bestimmt Nippon. Mit anderen Worten, sie spricht über die Rückkehr von Orochiami. Es gibt ja so viele Monster in Kamui, dass einige Leute hier das Land den Geburtsort des Bösen nennen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe den Eindruck, all dieses Übel in Nippon hat seine Wurzel im Laochi-See. Den ewig zugefrorenen See auf dem Esuchi-Dingsbums. Da ist ein See am Fuße des Esofuji. Man nennt ihn Laochi.
Ich glaube, der Grund, warum man Kamui den Geburtsort des Bösen nennt, ist wegen der Arche der Yamato, die in dem See liegt. Die Arche der Yamato. Jeder in Kamui kennt die Geschichte. Man sagt, dass die legendäre eiserne Arche vom Himmel fiel. Mein Großvater pflegte mir diese Geschichte zu erzählen. Vor langer, langer Zeit, im Zeitalter der Mythen, fiel eine eiserne Arche von der göttlichen Ebene und versank im Laochi-See. Die göttliche Ebene ist das Land über uns, wo die Götter leben. Die Götter sind dort als göttliche Wesen bekannt. Die Arche fiel von der göttlichen Ebene auf diese Welt. Es war, als ob sie von etwas verfolgt wurden. Sie wussten nicht, dass mit ihnen an Bord zahllose Monster waren. Einer nach dem anderen wurden sie abgeschlachtet, bis alle göttlichen Wesen tot waren. Und als die Arche abstürzte, gingen die Monster von Bord und begannen das umliegende Land zu verwüsten. Seitdem ist die Welt nicht mehr sicher. Man sagt, dass sich noch immer Monster aus den Tiefen des Sees erheben. Darum nennt man ihn auch den See der Dämonen. Das ist alles, was ich darüber weiß. Ich habe dem noch eine Sache hinzuzufügen. Und das ist die Geschichte von dem einen überlebenden göttlichen Wesen von der Arche. Und wer ist das? Die Arche fiel von der göttlichen Ebene auf diese Welt. Sie war voller Monster, welche die göttlichen Wesen an Bord tötete. Aber die Legende erzählte, dass es einen Mann gab, der überlebte. Er schaffte es, aus der Hölle zu entkommen, zu der die Arche geworden war. Er floh und versteckte sich irgendwo in der Welt. Sein Name war Dante. Nein, natürlich nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Man sagt, der Grund, warum noch immer Monster von der Arche im Laochi-See auftauchen, ist, dass der Herrscher der Finsternis noch immer nach diesem Mann sucht. Herrscher der Finsternis? Hat der einen Namen? Das ist alles nur eine Legende. Niemand weiß, ob das wirklich wahr ist. Niemand hat jemals einen Fuß an Bord gesetzt. Aber die Arche hat diese Tragödie auf unsere Welt gebracht. Das steht fest. Wenn die Kräfte der Finsternis sich hier in Kamui sammeln, dann ist es, glaube ich, deshalb, weil die Arche der Yamato sie anlockt. Tut mir leid, dass ich schon wieder so viel erzähle. Da ihr diesen weiten Weg gekommen seid, darf ich da annehmen, dass ihr Kemus Erlaubnis habt? Ich spreche von der Erlaubnis, Yoshpet, den verschlingenden Wald zu betreten. Nun, nicht ganz. Ja, die haben... Ja, aber uns fehlt da trotzdem noch was. Mir könnte es ja egal sein, aber mit Ami hier ist das eine andere Geschichte. Der Eingang zum Wald ist mit dem Zeichen der Uina versiegelt. Das ist unsere Art, den Ort vor dem Bösen zu beschützen. Ich kann unmöglich das Siegel brechen, aber... Wenn der Älteste euch befohlen hat, den Wald zu betreten, dann muss ich wohl nachgeben. Shiranui, du solltest das Uina-Amulett Sevapolo haben. Ich hoffe, ich hab das richtig ausgesprochen. Erhalten das Ding. Mit diesem Amulett kannst du ungehindert das Zeichen der Uina passieren. Und du kannst nach Yoshpet hinein. Wenn der Älteste es so entschieden hat, dann ist das kein Fehler. Du bist diejenige, die Lika finden kann. Finde sie, bevor es zu spät ist und Kamui total eingefroren ist. Okay, damit kommen wir jetzt tatsächlich endlich in den Wald rein. Dann können wir die Bude ja noch ein bisschen verwüsten und noch mitnehmen, was geht. Tut mir leid, ich wollte nicht wehtun. So, ist ja noch mehr. Hier ist wieder so ein großer Kamin. Können wir uns aber nicht anschauen. Hier, Rabatt und Rabatt. Und weil wir so nett sind, hinterlassen wir noch ein Bömmchen. Und schauen, ob wir noch was abgreifen können. Moment. Wir können ja noch alles anzünden. Oh, ich dachte schon, ich hätte die... so rabiat wollte ich dann doch nicht sein. Ja, wir haben Dinge.